Skandalbau, Millionengrab, saarländische Elbphilharmonie. So die wenig schmeichelhaften Bezeichnungen für den Erweiterungsbau der Saarbrücker Modernen Galerie. Die Idee für den Bau des sogenannten vierten Pavillons hat Kultusminister Jürgen Schreyer 2007. Das erste bedeutsame Museumsprojekt seit Jahrzehnten. Doch dann geht alles schief. Fehler bei der Ausschreibung, Pfusch am Bau, dilettantische Baubetreuung, ein als Spesenritter geschasster Museumsdirektor, Untersuchungsausschüsse und Gerichtsverfahren, ein Strafbefehl gegen Ex-Minister Schreyer, ein dreijähriger Baustopp, sogar von Abriss oder Umwidmung des Baus als Parkplatz ist die Rede. Dazu exorbitante Kosten. Am Anfang sollen es, schön gerechnet, bloß 9 Millionen Euro sein. Am Ende kostet der vierte Pavillon 39 Millionen. 10 Jahre nach der ersten Planung wird der vierte Pavillon am 18. November 2017 eröffnet. Vor dem Anbau ist die Originalmitschrift einer Landtagsdebatte über den Bau auf große Bodenplatten geschrieben. Die skandalträchtige Entstehungsgeschichte wird also nicht verschwiegen. Immerhin.